Hallo und willkommen zurück zum neuen Part von Paper Mario. Ja, eigentlich wollte ich heute mal, nein, ich, jedenfalls ich wollte dich nicht ansprechen, meinte ich damit. Ja, Kampf gegen den Meister machen, aber ich habe mal vom Kumpel einen Tipp bekommen, nachdem ich rumgemeinte, ich weiß nicht mehr weiter, hier springen wir ihn doch so mal an. Was sagst du? Merkwürdige Toads blockieren den östlichen Ausgang von Toad Town. Das darf nicht sein. Das ist lächerlich. So etwas habe ich noch nie gehört. Noch nie. Ich werde der Sache auf den Grund gehen. Folge mir. Ich muss mal sehen, was da vor sich geht. Na gut, dann gehen wir mal hinterher. Weil sonst hätte ich mich nur bedeppert gesucht wahrscheinlich. Also darauf wäre ich leider nicht gekommen. Da wäre mein beschränktes Gehirn nicht zu weit gekommen. So, fragen wir. Sind das die Toads, von denen du gesprochen hast? Yep. Das sind die kleinen fünf Giftpilze. Ach nee, es sind nur vier kleine Giftpilze. Ich sagte doch, du kannst hier nicht vorbei. Dass du nicht vorbei kannst. Zieh ab. Ihr seid doch gar keine Toads, oder? Wir wissen gar nicht, wovon du sprichst. Falsche Stimme, oder? Ja. Ja, ich weiß. Ja, was soll das? Du kannst jeden hier fragen. Wir sind schnucklige, normale Toads. Ihr seid Giftpilze. Zeigt euer wahres Gesicht. Oh, Quartett ist es. Oh, toll. Dachte ich mir, ihr seid die Körperbrüder. Wie hast du das herausgefunden? Unsere Verkleidung war perfekt. Verdammt! Villanzano, Citronello, Asparago, Rückzug einstweilen. Mario, diese Betrüger waren niemand anderes als die Koopa-Brüder. Du musst ihn ihr Versteck der Festung der Koopa-Brüder verfolgen. Oh Mario, ein Teil deiner Zukunft habe ich dir nur verschwiegen. Um zu der Festung zu gelangen, brauchst du die Hilfe eines Koopas mit blauem Panzer. Das ist ein seltsames Omen. In Koopa findest du vielleicht etwas, das die Sache klären könnte. Ich muss jetzt wieder nach Hause gehen. Okay, guter Tipp. Das mit dem Panzer, dann können wir jetzt mal in diese Richtung verlassen. Ah, cool. Kapitel 1, oder? Wir sollen eine 1 darstellen. Schnapp dir die Koopa-Brüder. Springen wir gleich mal drauf. Wow, klappt. Erwischt. Nehmen wir einen Sprung am besten einen anderen vor, weil Koopa kann ja eh im Moment nichts machen. Hier. Ach, verdammt, ey. Das. Auf jeden Fall einen anderen. Yeah, ein Schaden. Na, dreh du dich erstmal um, Großer. Oh, kann er nicht. Umso besser. Und zwei Schaden. Und kleiner machen Kopfnuss. Er hat's verdient. Und noch eine. Ja, es klappt doch ganz gut. Yeah, drei Sternpunkte. Und wir haben ja noch ein Level hochtrainiert, also müssen die Kämpfe hier eigentlich ganz cool fallen. Oh, verdammt. Diesmal kein Erstangriff. Ist blöd, aber gut. Wir werden es überleben. Ja, das klappt auch ganz gut. Und wenn es jetzt nochmal klappt, dann haben wir den Kampf gleich gewonnen. Also super. Ja, super. Also ich bin jetzt begeistert. Richtig begeistert. Es klappt super, wunderbar. Und gleich mal wieder ein Viertel der Erfahrung bekommen. Und Geld, Geld. Geld regiert die Welt. Wie hier. Ja, Erstangriff erfolgreich. So, ziehen wir hier gleich den Hammer. Ach, verdammt, nur eins. Aber gut, das hat gereicht. Wir konnten ihn fertig machen. Ach, verdammt. Ihn aber nicht. Also hat er Zeit zum Gegenangriff. Und nutzt sie auch. Kluger Junge. Ist uns egal, wir gewinnen. Ganz einfache Sache hier. Yay, Geld, 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 Geld. Und Blöcke zerbröckeln. Was bist du eigentlich?
Hä? Was sind das? Du hast den Schwindelhieborden erhalten. Verwirrt einen Gegner und macht ihn bewegungsunfähig. Klingt eigentlich ganz cool. Brech, brech. Oh, und was ist das? Furchtiegel ist das. Ruft einen schrecklichen Geist dabei, um die Gegner verjagt. Ah, oh, klingt cool, aber ich brauche die Erfahrung. Deswegen verjage ich keine Gegner im Moment. Oh, mit was für Items wir überschüttet werden. Ein Powerblock. 2 Punkte Schaden gegen alle Gegner. Legt Schalentiere flach. Wie zum Beispiel dies. Wow. Ja, also der hat mich überrascht. Ja, Punkt für euch, Leute. Ja gut, 1 Punkt, also... Oh, Mann. Machen wir's so. Haha, du liegst auf dem Rücken. Du kannst nichts mehr machen. Aber dafür kann dein Freund hier was machen. Das ist scheiße. Ich mache lieber einen Sprung. Und auf den anderen. Ja, hast du gleich mal hier was abbekommen. Und da magst du auf dem ersten. Ach, verdammt. Ja, kommt nicht raus, hä? Ja, hab ich's leicht jetzt mit euch. Ja, da werde ich sowas von abchillen. Haha, der erste ist schon kaputt. Oh, verdammt, er ist da. Springen wir doch mal drauf. Haha. Gott, kann ich fies sein. Oh, kommst du nicht drauf? Ich helfe gerne nach. Na, klappt doch ganz gut. Also ich bin zufrieden. Ja, haben wir gleich mal 34 Punkte zusammen. Sowas hatten wir auch immer gern. Yay. Ja, wie komme ich hier weiter? Da wahrscheinlich nur mit den Koopa. Oh, oder diesen Powerblock. Hey, ich will drauf. Cool. Das ist mal cool. Brücke auf Bestellung. Och nee, toll, Gegner auch noch. Aber kein Problem hier für uns. Das machen wir doch mit links. Oh Mann. Gut, den ersten haben wir fertig. Das zweite ist eigentlich schlecht, weil Kopfnuss können wir nicht machen. Da schaden wir uns nur selbst. Ja, machen wir hier. Das ist ein Pieksgumba. Er heißt so, weil er einen Stachel am Kopf trägt. Maximale KP 2, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Was immer du tust, auf keinen Fall sollst du auf ihn springen. Du könntest sogar paralysiert werden. Ja, mit einem Stachel im Schuh. Gut, dann müssen wir uns angreifen lassen. Oh, 2 Schaden. So. Nichts geht über die Hammer-Time. Ordentlich. So, und sogar ein Herz. Na, Kleiner. Heute nicht gefrühstückt. Okay, als Mario soll ich auf jeden Fall den hier... den anderen Goomba. Ich will den anderen. Hallo, wollt ihr mich jetzt ärgern? Dann tausch mir die Rollen. Mach du die Kopfnuss bei dem jetzt. Gut, ist der nämlich jetzt weg. Ah. So, mach mal das jetzt. Yeah, ganz cool. So. Yay. Gut, gehen wir mal die Straße weiter. Gibt's noch irgendwas, was wir holen können? Ja, okay, da können wir hier so einen Sternsplitter holen, aber ganz ohne nichts schlecht holen. Und das sind wieder Koopas hier oben. Wow. Ah, verdammt. Also, ich bin immer überrascht, wie sie mit ihrem Panzer so schnell sein können. Das ist zum Mäuse melken. Also, ich glaube, ich mache... Also, richt mich auf, irgendwie kann ich die Gegner nicht mehr durchswitchen mit Mario. Hallo, ich möchte jetzt eigentlich gern einen anderen Gegner anwählen. Ach, kann ich nicht. Ja, gut, 2. Toll, jetzt werde ich 2 Mal angegriffen auch noch. Nein.
Das könnt ihr mir nicht antun. Ach, aber sie tun's mir an. Okay, Kleiner, zeig mal. Mach den fertig. Gut, der ist fertig. Jetzt kommt Mario. Den machen wir so fertig. Und fertig. Juhu. Jetzt noch der Kleine, der mich auch einmal angreift. Aber diesen einen Schaden nehme ich noch hin. Ja, Hammer können wir eh nicht verwenden. Der fliegt. Aber wir springen ja noch so hoch, dass wir den erwischen können. Von da aus kein Problem. Yay. Und wir wieder ein Herz. Ja, yeah, da haben wir wieder 12. Das ist super. Und hin ist doch was, oder? Ein Schäfchen! Mäh! Oh cool, ich mag das Schäfchen in dem Spiel voll toll. Ist zwar irgendwie, naja, also ich würde es nicht dauernd verwenden, aber ich finde die Präsentation vom Schäfchen immer so cool. Oh cool, da können wir Münzen absacken. Ey. So arme Schluckspechte wie wir brauchen immer Münzen. Das ist die Grundregel. Okay, was steht denn da? Toton dahin, Festung der Koba-Brüder dahin, Koba-Heim da. Gut. Ah, ich bearbeite euch hier. Offizieller Klempnerverein. Ach, da kann ich runter. Gehen wir mal nach Koba-Heim. Es wurde ja auch gesagt, dass wir jemanden mit einem blauen Panzer brauchen. Vielleicht ist du ganz in der Nähe. So. Hm. Also, ganz schöne Musik eigentlich im Spiel. Hallo, ich möchte es kaputt machen. Yeah, kaputti du. Wow, cool, was ist denn das für ein... Du hast den Sound FXB-Orden. Ändere die Soundeffekte während Marios Attacke. Dass es dafür extra Orden gibt, wow. Aber da kann ich jetzt nicht dahinter? Finde ich jetzt nochmal blöd. Haha, dich bearbeite ich auch nur mit dem Hammer. Wart nur. Okay, hier ist mein Koba-Heim. Kann es denn sein? Bist du wirklich Mario? Willkommen in Koba-Heim! Ich wünschte, wir könnten dich mit allen gebührenden Respekt willkommen heißen. Aber wir haben gerade jede Menge Probleme. Siehst du denn nicht, was hier los ist? Das ganze Dorf ist wegen der Fuzis. Fuzis? Alter, was ist das für ein Name? In Aufruhr. Du weißt doch, was Fuzis sind, nicht wahr, Mario? Das ist einer. Ah, gut, die kenne ich wirklich. Ganz üble Kerle. Sie sind wirklich bösartig. Und da haben wir gleich mal einen. Ey, der hat einen Panzer geklaut? Oh nein, du blöder Fuzzi, gib mir sofort meinen Panzer zurück. Oh ja, das ist eine Plage. So, komm. Gib den armen Kerl seinen Panzer zurück. Oh, danke, Mario. Ich stehe in deiner Schuld. Ich kann mich ohne meinen Panzer nicht sehen lassen. Das wäre peinlich. Mario, pass bloß auf, dass dir die Fuzzis nicht auch deinen Panzer stehlen. Ups, du hast ja gar keinen. Dann pass auf deine Latzhosen auf. Oh yeah. Das wäre, glaube ich, der erste Mario. Och, ich glaube, das lasse ich das Thema. Ei, ei. Wollen wir auch einen Panzer für dich runter? Ja, die sind ja jetzt so wie die Koba-Brüder. Oh, du bist der Beste. Vielen herzlichen Dank. Aber immer noch, kein Problem. Und ja, da können wir auch runterholen. Ja, das ist, sind ja alle zufrieden. Danke, Mario. Diese Panzer wurde maßgefertigt. Deshalb steht er mir so gut. Ich sehe doch cool aus, oder? Okay, also... Die haben ja echt üble Plage hier. Wann immer ich kann, speichere ich mal ab. Wie zum Beispiel jetzt. Okay. Oh, Münze! Finde ich cool. Können wir hier rein? Ey, yeah, hier chillt mal voll. Das ist ja mal cool. Gar nichts von der Plage mitbekommen. Diese Bonbons sind aus der Festung der Koba-Brüder geflohen. Leider musste sie feststellen, dass die Dinge hier im Dorf auch nicht besser sind. Die Fuzzis flippen völlig aus. Die armen kleinen Bonbons. Wie ich? Ich verlasse das Haus nicht, weil ich den Fuzzis nicht in die Hände fallen will. Wow, toll. Ein Feigling also. Sie würden mir bestimmt meinen Panzer wegnehmen und damit spielen. Ohne Panzer sehe ich gar nicht cool aus. Nein, danke. Ich bleibe lieber hier und höre Musik. Also, er ist ein Feigling.
Höre mich an! Die Koba-Brüder in der Festung haben uns zu harter Arbeit gezwungen. Wenn es nach ihnen ginge, gäbe es weder Rast noch Ruhe. Niemals will ich an diesen schrecklichen Ort zurückkehren. Na, zum Glück gibt's mich. Ich werde euch retten. Wir sind Bob Oms. Wir sind aus der Festung der Koba-Brüder geflohen. Wir dachten, dass wir wenigstens hier im Dorf ein bisschen Frieden finden könnten. Was für ein Reinfall. Die Fuzis versetzen ja alle in Angst und Schrecken. Alles, was wir wollen, ist ein bisschen Ruhe und Frieden. Ja, dann wird's mal Zeit, dass sie hier Ruhe und Frieden reinbringen. Aber die drehen hier völlig am Rad. So, schauen wir mal in Haus Nummer 2. Hey, cool, da können wir mal kaufen. Was ist denn das? Schwirrwarr. Verwirrt und nimmt mitunter alle Gegner für kurze Zeit. Was ist denn das? Voltopilz. Lädt Mario elektrisch auf. Kein Gegner sollte ihn berühren. Cool. Süßer Sirup. Feuerangriff. Ach, möchte ich mir einmal kaufen. Und ein Pilz. Oder zwei. So, zwei Pilze. Man kann niemals genug Pilze eigentlich haben. Voll! Wir sind voll auf Pilze. Okay. Das ist ein Tothaus, oder? Willkommen im Tothaus. Unser Slogan lautet, erfrische Körper und Geist. Möchtest du ein Schläfchen halten? Cool, aber kurz. Kurz. Schlaf gut und träum süß. Ja, ruhen wir uns kurz aus und chillen ein bisschen. Hast du gut geschlafen? Schön, viel Glück auf all deinen Wegen. Ja gut, geh mal. Da haben wir jetzt... Minze! Ey, was ist denn das? Ein Trockenpilz, ausgezeichnet. Stell ein KP wieder her. Wow. Ein KP. Hey, komm, kommen da jetzt Blumen raus? Das sind doch vorhin Blumen rausgekommen. Okay, mal schauen. Kann ich die irgendwie angreifen? Hey, Kleiner. Kleiner. Hey. Hey. Könnt ihr denn... Die machen mich doch wahnsinnig hier. Ey, cool, ein Blatt. Es ist voll Blatt. Ein Koperblatt. Aus Kopein. Stellt 3 PP wieder her. Oh, ja. Yeah. Ich glaube, einen Trockenpilz lassen wir fallen. Hey, du. Ach. Irgendwie, ich glaube, die ignorieren mich. Können wir da oben noch schauen? Egal. Dann gehen wir weiter. Scheint ihr ja auch total... Och, ärger die nicht. Ey, du Kleiner, willst du mich jetzt ärgern? Ich krieg dich. Schwerer Fall. Hey, der kommt mir immer wieder. Gut, wieder von der anderen Seite. Ach, das so wird das echt nie was. Ah, cool. Ein kleines Rätsel. Aber gut, können wir den einen auf jeden Fall befreien. Dein Panzer wiedergeben. Ich hätte es wissen müssen. Du bist so clever, Mario. Ja. Also so schwer war das jetzt nun auch wieder nicht. So, was sagst du? Dieser Fuzzi hat meinen Panzer. Ich bin ihm hinterher gerannt, aber er hat mich nur ausgelacht und verhöhnt. Ich merk's. So. Eieiei, der ist ein ganzer Gewiefter hier. Wird da längere Sache hier? Also jedenfalls mindestens mit dem einen. Wenn ich irgendwas schmeißen könnte. Aber okay. Das wird schwer. Oder längere Sache. Ja, längere Sache habe ich gut abgekürzt eigentlich. Gut, schauen wir noch kurz hier rein. Ja, ich möchte hier rein in dem Haus. Oh, ein Alter. Wie weit ist es mit der Welt gekommen? Wenn ein Koopa aus lauter Angst vor den Fuzzis das Haus nicht mehr verlassen kann. Ich habe schon viel erlebt, aber das ist selbst für mich völlig neu. Tja,
Hey, ich mach dir deine Fässer kaputt, da kannst du nichts dagegen tun. Ja, er ist eigentlich gut beraten. Da gehe ich, glaube ich, erst später rein. Oh, was haben wir da? Diese Fuzzis, wann hören sie endlich mit dem Unfug auf? Mein Mann ist nie da, wenn ich es Ärger gibt. Mein Mann? Oh, sein Name ist Colorado. Du hast sicher schon von ihm gehört. Er behauptet von sich, ein berühmter Forscher zu sein. Wer weiß schon, ob das wahr ist oder nicht. Sein Mundwerk ist ja ständig hart am Arbeiten. Und da ist eine Tür. Yay. Das ist safe Forschungszeug wahrscheinlich. Hm. Gut. Kurzer Versuch nochmal, den zu schnappen. Gut. Ja, komm, du hättest ihn fast gehabt. Ey, also einfach so kriegen wir den auf keinen Fall. Naja, beende ich den Part auch hier und wünsche noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.